So, vielen Dank und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich werde mich erst kurz vorstellen. Mein Name ist Gisela de Trell. Ich komme ursprünglich aus Spanien, aber ich hoffe, mein Deutsch wird ausreichend sein für diesen Vortrag und dass es gut genug sein wird, um das alles Ihnen zu erklären. Ich arbeite am Institut für Raumfahrtsysteme an der Universität Stuttgart und ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht, als die Einladung kam, einen Vortrag hier heute zu halten. Aber nachdem ich ein bisschen dran gedacht habe, ich muss zugeben, dass es kommt ganz oft bei mir, dass wenn ich meine Forschung vorstehe in die Öffentlichkeit oder in technischen Bereichen, auch ganz oft die Frage kommt, auf was wir vorhaben oder was wir aktuell forschen, nicht auch ein bisschen Richtung Science Fiction geht. Ich habe das Gefühl, dass heute wird es andersrum sein, dass alles surrealistisch und eher weit weg von der Science Fiction für Ihnen sein wird. Aber ich würde gerne ein bisschen über Mars reden und was wir oder ich mit einem Team die letzten paar Jahre gemacht haben. Ich habe mich etwa 6 Monate lang beschäftigt, etwa vor einem Jahr, mit der Frage, ist es möglich, dass 1 Million Menschen auf dem Mars nachhaltig wohnen? Und das habe ich nicht allein gemacht, das habe ich mit einem Team gemacht, von einem Netzwerk, der SONET heißt. Und das ist ein internationales Netzwerk von Ingenieuren, Architekten, Biologen, Psychologen, also Leuten von unterschiedlichen Bereichen, die zusammenarbeiten mit diesem Ziel, das Leben außerhalb der Erde zu erlauben. Und das ist ein internationales Team. Ich zähle an das Team als Deutscher, auch wenn es nicht bin. Es sind aber auch Spanier dabei, Amerikaner, Österreicher, Franzosen, also ziemlich internationales Team dahinter. Und nach 6 Monaten Zusammenarbeit haben wir auf diese Frage, ob Menschen, 1 Million Menschen nachhaltig auf dem Mars leben könnten, das war die Frage der Mars Society Wettbewerb. Unsere Antwort war ja, das ist machbar. Und so wird es aussehen oder könnte es aussehen. In diesen 6 Monaten beschäftigt mit welchen Materialien auf dem Mars vorhanden sind, die wir benutzen könnten, um die Stadt zu bauen. Wie sollte die Stadt aussehen? Welche Parameter sind wichtig für die Überleben des Menschen auf dem Mars? Und genau mein Teil war das, Überleben auf dem Mars. Dafür benutzen wir das technische Wort im Raumfahrtbereich, das Lebenserhaltungssystem. Und ich war für das Lebenserhaltungssystem verantwortlich. So, die erste Frage war, was brauchen wir Menschen auf dem Mars? Oder was brauchen wir Menschen allgemein? Es gibt hauptsächlich 3 Sachen, die wir zum Überleben brauchen. Das ist Sauerstoff, Wasser und Nahrungsmittel. Hier sind die groben Mengen, die wir durchschnittlich brauchen pro Tag. Und während wir das benutzen, produzieren wir Kohlendioxid, Wasser in unterschiedlichen Formen, auch Urin, Fäkalien und Wärme. Wir brauchen auch jetzt vielleicht nicht so Überleben wichtig wie den anderen 3 Punkten, aber Hygiene, Wasser auch in bestimmten Mengen. Wenn wir das nehmen und gucken, wie wäre es, wenn wir eine kurze Mission auf dem Mars unternehmen wollten. Sagen wir jetzt mal mit ein paar Freunden oder mit der Familie, so 4 Menschen, von Stuttgart zum Mars und zurück, nach einem kurzen Aufenthalt auf dem Mars. Das würde bedeuten, dass diese 4 Menschen etwa 3 Tonnen Sauerstoff verbrauchen würden, 2,5 Tonnen Nahrung und eine große, große, große Menge an Wasser. Wasser ist natürlich abhängig, wie viel Wasser man fürs Hygiene gibt. Das ist jetzt hier auf der Erde auch sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und kultureller Unterschiede. Aber mindestens bräuchten wir 14 Tonnen Wasser, wenn nicht eher Richtung 40. Und dafür bräuchten wir mit aktuellen Technologien mehreren Raketen, um das alles mitzunehmen. Und nach aktuellen Kosten würde das Mitnehmen von Sauerstoff, Nahrung und Wasser allein etwa 30 Millionen € kosten. Und das ist nur den Sauerstoff, das Essen und das Wasser. Dazu zählen noch nicht, was wir an Klamotten mitnehmen wollen, Bücher, andere Geräte, Experimente und alles, was wir fürs Leben noch brauchen würden. Nicht zum Überleben, aber zum Leben. Das geht nicht, das ist zu viel. Das machen wir aber, wenn wir hier auf die Erde unseren Urlaub planen, auch nicht.
Wenn wir vielleicht ein paar Tage unterwegs sind, wandern, dann nehmen wir schon unseren Rucksack mit unseren Klamotten, die wir für die ein, zwei oder drei Tage brauchen. Wir nehmen unseren Bett auch mit uns. Wir nehmen unseren Essen und eventuell auch sogar das Wasser mit uns. Wenn wir aber irgendwo 6 Monate lang hingehen, Studentenaustausch oder lang Urlaub ein paar Monate machen, dann nehmen wir in unseren Rucksack unseren Klamotten, unser Handy und Ladegerät und Geld. Und wir gehen davon aus, dass wir da in die Lage sein werden, unseren Klamotten zu reinigen, dass da eine Waschmaschine irgendwo gehen wird und dass wir Wasser vor Ort auch bekommen können, die wir benutzen können. Wir werden auch den Strom vor Ort benutzen, um unseren Handy zu laden, und wir werden das Geld benutzen, um Essen und Wasser vor Ort zu kaufen. Und genau so funktioniert auch bei der Raumfahrt. Kurze Missionen, wie zum Beispiel die Mondmissionen, knapp 2 Wochen, da könnte man sagen, okay, da nimmt man alles mit und die Abfälle, die entsorgen wir. Wenn wir aber an dieser Marsstadt denken, das ist nicht mehr möglich, haben wir gerade gesehen, da müssen wir alle Abfälle bearbeiten und neue, frische Sauerstoff, Wasser und Nahrungsmittel produzieren. Es gibt aber natürlich einen Zwischenweg, und das ist, wo wir heute technisch aktuell sind, mit der Internationalen Raumstation, etwa 400 Kilometer entfernt von uns. Und das ist ein Teil geschlossen oder Teil geöffnet, kommt darauf an, wie man sich anguckt, aber ein System, der teilweise in der Lage ist, Sachen zu bearbeiten, zu recyceln, aber teilweise auch abhängig ist von den Ressourcen, die auf die Erde hochgeschickt werden. Und wie kann man dieses Recyceln, diesen Abfällen bearbeiten, überhaupt schaffen? Das haben wir hier auf die Erde. Das ist uns, wir nehmen es nicht wahrtäglich, aber das alles wird hier auf die Erde auch recycelt. Wir kennen ja alle von der Schule den Wasserzyklus auf die Erde. Wir haben die Bäume, die Sauerstoffe uns produzieren. Und unser Essen kommt auch in Form von Pflanzen und Tieren. Von daher ist Biologie in die Lage, alle Kreisläufe, die wir brauchen, zu schließen. Den Sauerstoff, Wasser und Kohlenstoff, der für das Essen entsteht. Es gibt aber andere Wege, mit physikalischen oder chemischen Prinzipien Sachen zu recyceln. Es gibt viele Wasserbearbeitungssysteme, die man heutzutage auch zu Hause haben kann, also so Reverse Osmose oder ähnlichen Sachen. Man kann auch Sauerstoff produzieren, wenn man Wasserpartikel trennt in Wasserstoff und Sauerstoff. Also es gibt auch Wege, ohne Biologie das zu schaffen. Und das ist genau diese physikalischen und chemischen Systeme, was wir heutzutage benutzen. Auf der Internationalen Raumstation gibt es große graue Geräte, die nicht so schön aussehen, die aber in die Lage sind, der Sauerstoff für den Astronauten zu produzieren. Heutzutage wird etwa bis 42% der Sauerstoff zurückgewonnen von den CO2, die Astronauten ausatmen. Mit dem Wasser sind wir ein Tick besser, etwa 90% der Wasser wird bearbeitet. Es gibt aktuell sogar Geräte, die in die Testphase sind oder in der Forschungsphase sind, der versuchen, dieses 90% noch eher Richtung 100% zu erhöhen. 100% wird schwierig, es gibt immer Verluste in alle technischen Systeme, aber 90% ist schon ziemlich hoch. Wir haben gesehen, dass das Wasser das größte Teil, die Masse ist, was wir brauchen. Von daher 90% ist schon ziemlich hoch, und wenn wir noch höher gehen können, ist das Wasserzyklus auch ziemlich geschlossen dann in einer Raumstation. Aber Nahrung ist gar nicht produziert auf der Internationalen Raumstation. Es gab ein paar kleine Experimente, aber als Teil des Lebenserhaltungssystems wird keine Nahrung produziert. Die Astronauten essen aber auch keine Pillen oder so komischen Sachen. Die essen ganz normales Essen, aber natürlich richtig vorbereitet, damit es lang genug gelagert werden kann. Hier sind ein paar Bilder. Man kann getrocknetes Essen finden in den Astronautenmenü. Das findet aber auch heutzutage im Supermarkt, also diese Äpfelringe gibt es überall zu finden. Oder auch das Essen einfach auf die Dose. Ich hatte die Gelegenheit, vor ein paar Jahren das Essen von Astronauten zu probieren. Es gab eine große Aktion, oder es gibt jedes Mal, wenn ein europäischer Astronaut das irgendein Koche dann für den Astronaut das Menü vorbereitet. Denn Astronauten nehmen jetzt auch nicht ein Gericht jeden Tag anders, aber die dürfen, glaube ich, 10 oder 15 unterschiedlichen Gerichte wählen. Und bei uns waren die Lufthansa Service-Leute, die das Essen fürs Alexander Gerst vorbereitet hatten. Und wir hatten die Möglichkeit, da ein bisschen Käsespätzle zu essen. Und die waren ganz gut, natürlich
kamen in einer anderen Form mit so einer kleinen Dose, wie denn den hier zu sehen sind. Aber es war genauso lecker wie in die Ecke hier in Stuttgart. Das ist aber alles, wo wir sind heute auf der Internationalen Raumstation. Aber ich habe angefangen mit Mars und dieser Marsstaat für 1 Million Menschen. Und das wird ganz anders aussehen. Da, wie ich gesagt habe, können wir uns nicht leisten, Ressourcen auf die Erde zu bringen, sondern es muss komplett alles recycelt, es muss nachhaltig alles behandelt werden. Und dafür können wir natürlich ein bisschen die physische-chemische Systeme verbessern, wie mit dem Wasser, von diesen 90% zum 100% gehen. Aber wir können nicht um die Biologie gehen. Die brauchen wir, um Nahrungsmittel zu produzieren. Und das ist jetzt auch für mich kein Science-Fiction, weil da wird schon seit Jahren geforscht. Und ich habe ein paar Beispiele gebracht heute. Eins, die ich besonders mag, weil es riesig ist, ist die Biosphere 2. Das ist eine große Anlage in Arizona, in den USA. Es ist manchmal schwer zu erkennen, wie groß das tatsächlich ist, aber ich glaube, hier irgendwo gibt es ein kleines Auto zu sehen. Auf jeden Fall habe ich die Oberfläche, das sind 6000 Quadratmeter Gebäude. Und drin gibt es unterschiedliche Regionen mit Pflanzen von unterschiedlichen Regionen der Welt. Und Ziel dieses großen Gebäudes war zu beweisen, dass ein geschlossenes System funktionieren kann. Also das System soll komplett isoliert sein von der Umgebung, also es sollte keinen Gasaustausch mit der Umgebung geben und auch allgemein keinen Materialienaustausch. Und zwar dafür gedacht, 8 Leute besorgen zu können. Es gab 2 große Experimente. Einer war, glaube ich, etwa 2 Jahre lang mit diesen 8 Leuten drin und gab es viele Probleme. Eins davon war, dass die Sauerstoffniveau gesunken ist. Und was man als Ingenieurin, wie ich, als erstes denkt, wenn das Sauerstoffniveau sinkt, ist, ja, da waren bestimmt nicht genug Pflanzen drin. Das ist klar. Das war aber nicht das Problem. Das Problem war, dass die Materialien, die benutzt wurden für die Infrastruktur, für das Gebäude an sich, das war ein großes Teil des Beton, die CO2, Leute im Experiment drin ausgeatmet haben, diese CO2-Partikel wurden verbunden mit dem Beton und könnten dann von den Pflanzen nicht benutzt werden. Also es gab theoretisch genug Pflanzen, die könnten aber nicht genug Sauerstoff produzieren, weil die die Kohlendioxidniveau nicht hoch genug war, weil Teil davon auf die Infrastruktur gegangen ist. Es gab ein zweites Experiment, ein bisschen kürzerer, der wurde sabotiert. Jemand hat die Tür geöffnet, dann war es kein richtiges geschlossenes Experiment mehr. Und es klingt alles sehr katastrophal, so ist alles so schief gelaufen. Das ist eine Katastrophe, so ein großes Gebäude. Man muss aber dazu sagen, man hat viel gelernt. Also man hat auch viel Biologie gelernt, also das ist jetzt nicht mein Bereich, aber man hat auch da viel untersucht. Und für mich, es gibt eine sehr große Lesson Learned hier. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass wir in die Lage sind, die Erde in ein kleines Gebäude wiederzubauen und hoffen, dass es im Gleichgewicht bleibt. Wir haben hier auf der Erde großen Ozean, wir haben eine Atmosphäre, die dienen als Puffer in unserem System. Wenn etwas sich ändert oder außer Bilanz kommt, die sind unseren Puffer und schaffen es, dass wir es gar nicht merken, dass etwas sich geändert hat. In so ein kleines System, also 6000 Quadratmeter ist groß, aber im Vergleich mit Erde ist natürlich klein, da, wenn ein kleines Problem gibt, dann merkt man sofort, dass da was schiefgelaufen ist und die Bedingungen ändern sich und dann ist es nicht mehr für die Menschen zum Überleben fähig. Deswegen mag ich den zweiten Projekt, den ich heute nennen will, Melissa, weil das auch biologiebasiert ist, aber ein komplett anderes Prinzip. Hier versucht man nicht in ein geschlossenes System die Erde mit vielen Lebewesen, Erde 2.0, zu bauen, sondern man nutzt hier die Biologie gezielt an, was man braucht. Das Melissa-Konzept enthält 5 Abteilungen, die auseinander getrennt sind. Eine für den Astronauten, für die Crew. Und die anderen 4 enthalten 3 von denen Bakterien und der 5. dann Pflanzen. Ich werde jetzt nicht im Detail erklären, was da alles passiert, aber die Bakterien dienen dazu, eine nach den anderen unterschiedlichen Substanzen zu produzieren von den Abfällen von den Menschen, um Nährstoffe für die Pflanzen zu bekommen. Dann haben die Pflanzen diese Nährstoffe und können mit dem CO2 von den Astronauten den Sauerstoff produzieren und dienen auch als Essen, als
Nährstoff und, für den Menschen und sind auch in der Wasserbearbeitung beteiligt. Also hier benutzt man Biologie gezielt. Und da wir in jeder dieser Abteilungen nur ein Lebewesen haben, es ist einfach für uns zu kontrollieren. Wir können nicht die komplette Natur kontrollieren, das ist so komplex, wir verstehen es gar nicht. Wenn aber wir ein Lebewesen nur in jeder Abteilung getrennt haben, dann können wir das gut forschen und gut verstehen, wie es funktioniert und die Bedingungen ändern, damit die machen, was wir wollen oder was wir brauchen. Es gibt auch andere Beispiele, die ein bisschen anders sind, wo man auch mit Pflanzen forscht heutzutage, mit dem Ziel eines Tages auf der Mondoberfläche oder Marsoberfläche Pflanzen oder Gewächshäuser zu haben. Das ist zum Beispiel in China, das, ich erzähle es oder zeige es immer, weil das sieht schon aus wie ein Habitat auf dem Mond oder Mars, obwohl es auf die Erde ist. Und drin ist es nichts anderes als ein Gewächshaus, wo die Forscher gucken, in welchen Parameter man die Pflanzen beeinflussen kann, damit die effizienter wachsen. Oder so großer Aufwand von den Menschen und endliche Parameter, so wenig Wasser wie möglich, also effizient Pflanzen wachsen. Man muss aber nicht so weit weggehen Richtung China. Wir haben auch in Deutschland viel Forschung in diesem Bereich. Das ist ein Beispiel, ein europäisches Projekt, wo Deutschland auch mitmacht, das Eden ISS. Hier haben alle internationalen Partner, unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, zwei Containers, großen Containers angepasst, um es als Gewächshaus umbauen zu können. Und dann es zur Antarktis geschickt. Im Antarktis ist es dann auch ziemlich isoliert, ist jetzt nicht wie Mars, also man kann draußen noch, wenn man die Tür öffnet, atmen. Aber es war schon ziemlich isoliert. Es gab ein Jahr lang einen Deutscher, der auf einer Station auf die Antarktis gewohnt hat und ist ab und zu mit kompletten Winterklamotten rausgegangen, also jetzt kein Raumanzug an sich, aber schon großes Aufwand, um rauszugehen, ist zu diesem Gewächshaus gegangen und hat da studiert, wie man den Aufwand reduzieren kann, also von den Menschen, um die Pflanzen zu kultivieren. Das waren aber alle Experimente auf die Erde, aber im Weltraum gab es auch schon ein paar Experimente, aber die sind eher klein. Also es gab vor 5, 6 Jahren der erste Kopfsalat, der im Weltraum komplett kultiviert wurde, haben den Astronauten gegessen, das kam überall in die Nachrichten, weiß ich, 6, 7 Jahre, das ist ziemlich lang her. Aber wie Sie sehen können, oben links, der Experiment war so klein oder so groß, dass man nur einen Kopfsalat wachsen könnte. Wenn man zählt auch, dass das eine Weile braucht, bis es wächst, ist da ganz deutlich, dass wir deutlich mehr brauchen als dieses kleine Experiment, um einer Person genügend Essen, für eine Person genügend Essen zu produzieren. Alle anderen Experimente waren auch klein und dienen nur dafür, zu sehen, wie Pflanzen im Weltraum wachsen, welche Parameter da anders sind und wie man, wie ich vorher gesagt habe, optimal Pflanzen wächst, weil Ressourcen im Weltraum eher immer gering sind oder immer das größte Problem sind. Ich will über eine andere Art von Pflanzen kurz reden, weil das findet hier in Stuttgart statt und das ist meine tägliche Forschung. Ich beschäftige mich normalerweise nicht mit den 1 Million Menschen auf dem Mars, sondern etwas eher kurzfristig für die eher näher Zukunft. Und wir arbeiten mit Mikroalgen. Mikroalgen sind sehr kleine Organismen, man muss sie mit dem Mikroskop die angucken. Das sind diese grünen Punkte, das ist ein Mikroskopbild. Und Mikroalgen, genau wie höheren Pflanzen, also wie Tomaten, Kartoffeln oder alles anders, die treiben Photosynthese, die brauchen CO2, Nährstoffe und Licht und produzieren Sauerstoff und die wachsen auch und dann kann man die auch essen. Das ist Geschmackssache. Es ist bei anderen Ländern ganz normal, aber hier bei uns, auch wenn wir es nicht merken, auch, also in Reformhaus oder bei bestimmten Supermärkten, gibt es auch ganz oft entweder Chlorella oder Spirulina als Proteinzusatz. Oder Säfte, Obst, Gemüsesäfte, die auch ein bisschen Chlorella enthalten. Also es ist nicht so fremd für uns. Und wir forschen am Institut für Raumfahrtsysteme an der Uni Stuttgart mit Mikroalgen seit 2008. Und unser Ziel ist aber nicht die Biologie zu untersuchen. Wir sind ein großes Team von eher Ingenieure. Und wir gucken, was für Technologie wir brauchen um die Algen, damit die wachsen und produzieren, wie wir es wollen. Also schon wieder, effizient ist ein wichtiges Wort für uns als Raumfahrtingenieuren. Was brauchen wir, um Licht und alle Nährstoffe so, für die Algen zu versorgen, damit die für uns arbeiten?
Und unser Ziel ist, das zu kombinieren mit den aktuellen Technologien. Also deswegen, das ist jetzt keine langfristige Vision, sondern etwas, der in den nächsten 5 bis maximal 10 Jahren eine Realität sein könnte. Und dafür gibt es aktuell auf die internationale Raumstation eine europäische, eine amerikanische und eine russische Technologie für Luftreinigung, aber auch eine europäische. Das ist, was hier zu sehen ist. Das ist das sogenannte Life Support Rack. Und das Life Support Rack nimmt die CO2 von der Atmosphäre, also was die Astronauten ständig ausatmen, konzentriert und wird dann prozessiert in einen Sabatier-Reaktor, der dann Wasser produziert. Und das Wasser wird dann getrennt an Wasserstoff und Sauerstoff. Und dadurch produziert man den Sauerstoff von den CO2, die die Astronauten ausatmen. Unser Ziel mit diesem Experiment war, ein bisschen von diesem CO2 von den Astronauten zu nehmen und die Algen zur Verfügung zu stehen, damit die für den Astronauten auch dann Sauerstoff produzieren. Und wir wollten auch sehen, wie die Biomasse produziert würde. Das war noch nicht das Ziel, dass die Astronauten es gleich essen, aber einfach nur erstmal zu zeigen, es ist möglich, da wird Biomasse produziert, die man eines Tages essen könnte. Das war ein Projekt von uns zusammen mit das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Firma Airbus. Und ich erzähle es gerne, weil es hier in Stuttgart stattgefunden hat. Wir haben hier in Stuttgart die Algen vorbereitet, alles nach den USA geschickt, 2009 hochgeflogen zum ISS, wurde gebaut. Es ist auch so ein graues Gerät, wie die in aktuellen Geräten, auch wenn grün drin läuft. Und wir waren sehr froh zu sehen, wie nach 2 Wochen die Stuttgarter Algen auf die internationale Raumstation gewachsen sind. Wenn man an Algen denkt, denkt man ganz oft an die Algen, die uns eher stören. Ne? Das, was in so blauen Algen, grünen Algen, die da wachsen, wo wir die nicht haben wollen. Wichtig für die Raumfahrt ist, dass wir die in einer kontrollierten Umgebung wachsen lassen, damit wir gezielt das bekommen, was wir wollen und die uns nicht stören. Deswegen haben wir die Algen in diesen Photobioreaktor wachsen lassen. Wir haben ein paar Proben genommen, das sind die Bilder hier mit der Spritze und ganz rechts eine Probe, die zurück zur Erde gekommen ist, so Analyse. Aber das wichtige Teil ist eigentlich das Gerät oben rechts. Das hat 2 Wochen lang funktioniert und nach 2 Wochen kam dieses schöne Bild, so grün Bild. Nach 2 Wochen ist es aber ein Problem gekommen, unser Gerät hat keinen Strom mehr bekommen. Dann hatten wir kein Licht mehr für die Algen, dann hatten wir keine Sensoren mehr, wir können unser Experiment nicht weiter betreiben. Das war deutlich kürzer als geplant, wir wollten 6 Monate das Experiment laufen lassen, waren anstatt nur 2 Wochen. Das ist aber schon wieder ein gutes Beispiel für jemanden wie ich als Ingenieurin. Ich habe immer Angst vor der Biologie. Ich habe Pflanzen zu Hause, die sterben ständig, weil ich entweder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser denen gebe. Und hier mit den Algen könnte man auch denken, oh, es wird was schief laufen mit der Biologie, weil wir es nicht so richtig verstehen. Das ist schon wieder, wie beim Biosphere Tour, ein gutes Beispiel, dass das Problem ist ganz oft eher die Technologie. Das Gerät könnte sich selbst nicht reparieren. Jemand hätte da selbst was machen müssen, tauschen müssen. Das war leider nicht möglich, weil das Gerät komplett geschlossen war. Die Algen, auch wenn es während diesen 2 Wochen Probleme gab in dem Experiment selbst mit den Sensoren und ein paar Aktuatoren, die Algen sind super gut gewachsen, die 2 Wochen lang. Die Algen sind in die Lage, sich selbst anzupassen. Deswegen ist Biologie für eine zukünftige Raumfahrtmission sehr wichtig, weil die Biologie findet immer seinen Weg und kann sich an unterschiedlichen Bedingungen selbst anpassen. Aber zurück zum Mars. Ich habe schon gesagt, dass das mit dem Algen und die aktuellen Technologie eher ein Short-Term-Plan ist. Langfristig, auf dem 1-Millionen-Start, müssen wir alles wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Und hier komme ich zurück zu dem Prinzip von diesem Melissa-Projekt, wo es unterschiedliche Abteilungen gab mit unterschiedlichen Lebewesen. Ich glaube nicht, dass wir Mars komplett ändern werden und eines Tages wie die Erde aussehen wird, sondern dass wir ein großes Habitat, ich glaube, das Film hat schon gezeigt, dass drin jetzt auch nicht so, also dass ziemlich große und grüne Oberflächen gab, dass man nicht dieses Gefühl hat, die vorher genannt wurde, dass ein bisschen alles zu klein und eng ist, sondern dass es schon ein schönes Gefühl gibt, aber es wird in ein geschlossenes Habitat sein müssen. Und dafür brauchen aber wir auch gleichzeitig Biologie, müssen wir aber in dann an kontrollieren weg das alles betreiben. Das Konzept, das wir entwickelt haben für den Marsstart,
enthält Sachen, die hier auf der Erde heutzutage schon gibt. Nicht unbedingt ganz normal für uns sind, aber schon vorhanden sind. Ein großes Teil von der Nahrung, so 50%, werden Pflanzen. Etwa 20% Mikroalgen, das ist deutlich mehr, als was heutzutage als Proteinzusatz nehmen würde. Aber Mikroalgen sind deutlich effizienter als Pflanzen, deswegen sollte man auch eines Tages in die Richtung gehen, mehr Algen als heutzutage denkbar vielleicht wäre. Wir wollten für dieses Projekt die Tiere, also Fische oder ähnlichen Sachen, nicht komplett ausschließen, aber es ist hochwahrscheinlich, dass sowas, wenn überhaupt in sehr, sehr kleinen Mengen, mehr für ein psychologisches Effekt als tatsächlich als Nahrungsmittel, weil Tiere sind sehr aufwendig zu wachsen. Wir brauchen viel Zeit und Ressourcen. Andererseits sind Insekten dafür ganz toll. Die wachsen super schnell. Und hier kommt wieder der kulturelle Aspekt. Wir sind hier nicht dran gewohnt, Insekten zu essen, aber in Asien ist es ganz normal, so einen Stick zu haben mit gegrillten Insekten. Also es ist jetzt nicht etwas, die wir Menschen nicht machen könnten. Es ist letztendlich eine Anpassungssache. In-vitro-Flasch ist etwas, das wir heutzutage auch nicht überall haben, aber da seit Jahren geforscht wird. Warum sollte jetzt in einer Millionenstadt, das wird jetzt auch nicht morgen stattfinden, hochwahrscheinlich in 100 Jahren, wenn überhaupt, da wird hochwahrscheinlich das auch geforscht genug sein, dass es in unserem täglichen Leben hier auf der Erde auch eventuell ganz normal ist. Und andere Lebensorganismen könnten auch natürlich dabei sein. Es ist auch wichtig, dass Bakterien das ganze Abfälle bearbeiten würden und alles vorbereiten für die Pflanzen, Algen, also alles, was als Nährstoffe dafür gebraucht sind. Die Pflanzen und die Algen würden gleichzeitig den Sauerstoff produzieren, die Wasserbearbeitungsprozess sein. Also wir haben hier alle Hauptaufgaben, die man braucht, was das Lebenserhaltungssystem dann erfüllt. Wenn es Tiere überhaupt gibt oder die Insekten, würden hochwahrscheinlich mit den Menschen selber in Umgebung wohnen, weil die ähnliche Bedingungen brauchen wie wir Menschen. Aber die Pflanzen, die kann man komplett anders kultivieren. Man kann die komplett getrennt in kompletten getrennten Habitaten kultivieren, da die effizienter wachsen, wenn man ein höheres CO2-Niveau hat in die Atmosphäre, der tödlich für den Menschen wäre, aber für die Pflanzen eher besser zum schneller wachsen. Es gibt schon viel Forschung hier auf der Erde, wie man effizienter auch Pflanzen wächst. Das ist jetzt auch nicht Science Fiction. Das gibt es ja auch mit Hydroponic Systems, mit künstlichem Licht und mit erhöhter CO2, dass man Pflanzen effizienter mit weniger Ressourcen wachsen könnte. Also es gibt ein gutes Wert, ich gerne immer sage, wir haben geschätzt mit aktuellen Forschungswerten, dass für so eine Marsstadt etwa 100 Quadratmeter pro Person Oberfläche notwendig wären von Pflanzen, um das ganze Nahrungsmittel und Sauerstoff zu produzieren. 100 Quadratmeter. Wenn man rechnet, was wir benutzen heute auf der Erde, bedeutet nicht, dass wir es brauchen, aber was wir benutzen, die Oberfläche für Pflanzen und wie viele Menschen auf der Erde sind, man nimmt und rechnet, man kommt zu entweder 6.000 oder 7.000 Quadratmeter. Also wir sind in großer Ordnung größer, als was man heute schon schaffen könnte mit effizienteren Systemen. Und als letztes nur, um eine Idee zu geben, was das alles bedeutet auf dem Mars. Das Lebenserhaltungssystem ist natürlich sehr wichtig und diesen Sauerstoff, Nahrung und Wasser zu produzieren ist sehr wichtig, aber es kommt auf einen Preis und das Preis ist Energie. Wir brauchen auf dem Mars künstliches Licht, weil die Licht, die wir von der Sonne bekommen, weniger Intensität hat. Und dafür brauchen wir auch dann zusätzlich künstliches Licht, LEDs, also man kann schon deutlich effizient sein heutzutage als Vergleich mit vor 20 Jahren, aber man braucht noch viel Energie. Wir haben gerechnet, dass für diese Stadt, nicht nur das Lebenserhaltungssystem, aber allgemein die Stadt weiter zu entwickeln, bräuchten wir pro Person 117 Kilowatt. Wir benutzen hier auf der Erde so um die 10 Kilowatt pro Person, glaube ich. Also es ist schon wieder eine große Ordnung größer auf dem Mars. Aber hier bekommen wir unseren Sauerstoff umsonst und das Licht für die Pflanzen auch großes Teils. Von daher macht es schon einen großen Unterschied. Und Energie wird eine der großen Herausforderungen sein, weil als Beispiel hier kann man sehen, in grün markiert, was die Oberfläche, die man braucht für die Stadt, um Nahrungsmittel zu produzieren.
Und alle anderen von diesen Sechseckigen hier, das sind alle, um Energie zu produzieren. Also der Teil an Energie oder der Teil an Oberfläche, die man braucht, um Energie zu produzieren, ist deutlich, deutlich, deutlich größer als die Nahrungsmittel an sich. Und damit komme ich am Ende meines Vortrags. Ich habe über Lebenserhaltungssysteme gesprochen, ein bisschen über die Zukunft, näher Zukunft, vielleicht ein bisschen weiter weg Zukunft mit dieser Marsstadt. Es ist aber für uns sehr wichtig, in unserer täglichen Forschung auch immer zu denken, dass alles, was wir machen für diese zukünftige Marsstadt, nicht nur vom Mars ist, sondern auch uns hier helfen kann, Probleme auf die Erde zu lösen. Als Beispiel, was ich schon genannt habe, wie viel Oberfläche wir benutzen, um Pflanzen zu kultivieren hier auf die Erde und was tatsächlich machbar wäre, wie könnten wir es reduzieren. Oder auf dem Mars werden wir sehr vorsichtig sein müssen, wie wir Wasser benutzen, wie viele Medikamente auch für unser Wassersystem gehen, weil die kriegt man da nicht mehr raus. Dass wir solchen Problemen konfrontieren müssen, wenn wir eine Stadt auf dem Mars bauen wollen, hilft uns heute jetzt schon, um Ideen zu bekommen, wie wir Sachen hier auf der Erde besser machen könnten. Also meine Arbeit ist manchmal ein bisschen sehr futuristisch mit so einer Marsstadt, aber es hilft uns heute schon hier auf der Erde. Und damit bin ich dann am Ende meines Vortrags. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich hoffe, das Thema war für Ihnen auch spannend. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf die Diskussion und Fragen von Ihnen. Vielen Dank.